Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln solch eine Geldbörse arbeitet und am Ende bereits den Reißverschluss mit eingenäht habt. Des Rätsels Lösung sind diese vorbereiteten Täschchen. Die gibt es von MyTäschle auf www.mytäschle.de, also mit AI geschrieben. Und hier wurde das Täschchen mit der Wuli Hux Bendy gehäkelt von Lydia Meyer, der Inhaberin von mytäschle.de. Liebevoll ist hier noch ein Label eingenäht und wer außen ans Täschle auch ein Label möchte, der findet es auch, kann das auch auf ihrer Homepage bestellen. Ich finde es sehr praktisch, weil Häkeltäschchen gibt es natürlich viele, aber wenn sie dann hier mit solchem Stoff ausgelegt sind, auch zum Beispiel für Kosmetiksachen, ist das halt doch wesentlich praktischer. Ich möchte das Ganze in diesem Muster arbeiten und mit der Wuli Hux Nobly. Man nimmt eine kleinere Nadel, wie man normalerweise für die Nobly verwendet. Man würde sie mit 4 bis 5 häkeln. Ich nehme eine 3, damit mein Täschle auch schön fest wird. Und der Trick ist eben, dass diese Reißverschlüsse hier mit einer Naht versehen sind, in die man dann am Ende das Täschle wunderbar einnähen kann, einhäkeln kann. Also nicht nähen, sondern man kann das Ganze häkeln und genau das ist ja das Geniale dran. So, wie ich meine Maschenprobe bestimme, ist ganz einfach. Ich habe ja hier schon ein vorbereitetes Teil. Ansonsten müsst ihr euch eben eine Maschenprobe machen. Dann lege ich hier mein Täschle drauf. Es gibt die in unterschiedlichen Größen und nehme dann hier so rechts und links diese Abmessung und gebe noch ein Zentimeter dazu. Und jeder dieser Sternmaschen hat 2 Maschen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Maschen muss ich also anschlagen, damit ich hier die nötige Breite habe. Und da ich ja die untere Kante mit komplett behäkle, brauche ich also auch nicht die Rückseite einrechnen. Also ich muss die Maschenzahl nicht doppelt nehmen, weil ich ja die beide Seiten der Luftmaschenkette behäkle. Ich schlage also 34 Maschen an. Zehn, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34. So, nun häkle ich eine Luftmasche für die Höhe und häkle in die erste Luftmasche, also nur in das obere Maschenglied, eine feste Masche. In die nächste häkle ich ein halbes Stäbchen und nun beginnt mein Muster. Ich steche hier in die Schlinge des halben Stäbchens ein. Und dann zusätzlich in die Masche, in die das halbe Stäbchen eingestochen wurde. Dann in die folgende Luftmasche einstechen und den Faden holen
und in die nächste auch. Jetzt habe ich 5 Schlingen auf der Nadel. Jetzt hole ich den Faden und ziehe ihn durch alle Schlingen durch und arbeite eine Luftmasche. Dann hole ich wieder aus dem Fuß der Masche eine Schlinge heraus, dann hier in die Luftmasche, in die ich schon eingestochen habe, und in die folgenden 2, die noch nicht behäkelt sind. Wieder habe ich 5 Schlingen und ich häkle eine Luftmasche. Dann wieder unten in den Fuß einstechen und einen Faden holen. Aus der Masche, die schon behäkelt ist, die dritte Schlinge holen. Und die 4. Schlinge und die 5. Schlinge aus den folgenden 2 Luftmaschen. Dann wieder Faden holen und durchziehen und eine Luftmasche häkeln. Wieder in den unteren Fuß, aus der Masche, die bereits behäkelt wurde, und aus den folgenden 2 neuen Luftmaschen. Und so behäkelt man nun die ganze Luftmaschenkette auf dieser Seite. Immer bis man 5 Schlingen auf der Nadel hat. Und immer die Luftmasche dazwischen nicht vergessen, weil sonst würde sich das Muster spannen. So, nun ist die erste Seite bald behäkelt. Und jetzt bin ich hier bei den letzten 2 Luftmaschen. Oder bei, also eine kommt jetzt dann noch. So, ich fasse also wieder aus dem Fuß eine Schlinge auf, dann aus der eigentlichen Masche, dann aus der Luftmasche am Ende und aus der anderen Seite der Luftmasche. Und dann schlinge ich alle 5 Maschen zusammen ab, häkle wieder eine Luftmasche, fasse wieder aus dem Fuß der eben gehäkelten Masche eine Masche auf, aus der bereits behäkelten Masche und aus den folgenden unbehäkelten. Und das sind jetzt hier diese querliegenden Schlingen. Und wieder habe ich 5 und eine Luftmasche. Dann wieder aus dem Fuß, direkt aus der Masche, die schon behäkelt ist, und aus den folgenden 2 Fußschlingen.
Und so geht es dann bis zum Ende der Reihe. Derweil kann ich euch was von meiner Facebook-Gruppe Wuli Hax erzählen. Sie ist unter dem Video verlinkt. Schaut einfach mal rein. Dort finden sich viele handarbeitsbegeisterte Mitglieder, die alle sich zum Thema Handarbeiten mit Wolle austauschen, sich gegenseitig helfen, Ideen liefern. Also einfach mal reinschauen, ist immer was los. Und wie immer ist es so, dass wenn diese erste Hürde mit der Luftmaschenkette behäkeln geschafft ist, dass das Ganze dann einfacher wird. Jetzt habe ich den Fuß vergessen. Fuß, eigentlich die Maschine, die schon eingestochen wurde, und die letzten beiden. Luftmasche, Fuß in die Masche, die schon eingestochen wurde, und die letzten beiden. So, aus der letzten Masche, und jetzt habe ich hier die feste Masche. Wir arbeiten ja nicht in Runden, sondern in Spiralen, und damit keine zu große Stufe entsteht, habe ich eben die ersten Maschen vorhin als feste Masche und als halbes Stäbchen gehäkelt. Jetzt geht es wieder in den Fuß aus der festen Masche, die habe ich ja schon behäkelt, aus dem halben Stäbchen und der folgenden Masche. Und nun haben wir das Muster, also die quasi den Grundstein gelegt. Jetzt geht es immer gleich weiter. Immer wenn ich drei Schlingen habe, die vierte hole ich immer hier unter der Luftmasche heraus. Und die fünfte aus der Sternchenmasche. Man nennt das Muster ja Sternchenmuster. Die vierte wieder aus der kleinen. Das kann man ein bisschen als Orientierung nehmen. Wenn es euch nach der ersten Runde nicht genau aufgeht, es dreht sich ja hier nur um eine Masche, dann könnt ihr also hier das Muster entsprechend verschieben. Aber die vierte Schlinge sollte immer aus der kleinen Luftmasche geholt werden, damit das dann passt. Dann sitzen diese Sternchen auch immer genau übereinander und das Muster verschiebt sich nicht. So, das ist jetzt tatsächlich schon alles. Also hier so häkelt ihr nun weiter. Ihr könnt nun schauen. Das hier ist die untere Anschlagkante. Und so legt sich dann das Muster.
später dann um dieses Täschchen. Wenn hier, wenn euer Häkelstück etwas breiter wird als das Täschchen, ist das nicht schlimm. Man kann ja den Reißverschluss etwas einhäkeln. Nur kleiner sollte es nicht sein, weil sonst stört das dann beim Einhäkeln. Ich häkel nur noch ein paar Runden und zeige euch dann das Ganze nochmal. So, nun bin ich schon einige Runden weiter. Das Täschchen passt hier prima rein. Und jetzt häkle ich, bis ich ein bisschen über diesem Reißverschluss bin. Also hier unten kann ja ein bisschen Luft sein, nur nicht kürzer, weil sonst würde diese zubereitete Stofftasche in der Mitte Falten werfen. Das wäre dann nicht so gut, also lieber ein bisschen höher häkeln. So, ich habe nun die Höhe erreicht. Ich lege nun das Täschle in den Beutel hinein. Und ihr seht, rechts und links ist ein bisschen Luft. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich zeige euch nun, wie man das Ganze einhäkelt. Zunächst behäkle ich die nächsten drei Maschen mit festen Maschen. Noch eine. Vier. Und ab jetzt fasse ich hier vom Täschchen, das hat hier oberhalb so eine Naht. Man sieht es kaum. Die Naht ist vorbereitet, damit ich hier das Täschle gut einhäkeln kann. Also, dass man mit der Häkelnadel hier sehr gut einstechen kann, um dieses vorbereitete Täschchen einzuhäkeln, ohne dass man Nadel und Faden braucht. Mir kommt das hier entgegen, weil ich das eben nicht gerne mache. Und trotzdem finde ich es toll, wenn man dann so ein Täschchen hat mit einem Innenbeutel. Wie gesagt, das gibt es in unterschiedlichen Größen, auch als Kosmetikbeutel. Handytäschchen. Und je nachdem, wie viele Maschen ihr hier habt, müsst ihr in diesen Faden auch zweimal einstechen, also dass ihr zwei Maschen auf einen Stich arbeitet. Das ist ganz unterschiedlich. Ihr könnt ab und zu das Täschchen wieder hinlegen, ob es spannt oder ob alles passt. Und hier ist es immer noch schön in der Mitte. Ich werde jetzt eben noch einige Maschen einfallen, soweit es geht. Hier noch mit einhäkeln. Ja, ist der
Reißverschluss da. Und noch eine. So, und die letzten behäkle ich wieder nur mit festen Maschen bis zur anderen Seite. Ich mache mal 4 wie am Anfang und schau mal, wo ich dann lande. Einen häkle ich noch, eine feste Masche. Jetzt bin ich hier genau an der Kante. Nun steche ich mit der nächsten festen Masche auf der gegenüberliegenden Seite ein und häkle somit diese Maschen an der Kante, also an dem Überstand quasi zusammen. So, und danach geht es wieder hier mit dem Anhäkeln weiter. Eine noch. Und jetzt geht es weiter. Und ihr seht, das sieht dann nachher ganz sauber aus. Und so behäkelt ihr nun auf der anderen Seite oder häkelt ihr auch diesen Reißverschluss ein bis hier ans Ende. Und dann zeige ich euch, wie man endet. So, ich bin jetzt hier bei den letzten Maschen. Gleich haben wir einen perfekt eingenähten Reißverschluss, den wir selbst gar nicht genäht haben, den wir einfach nur eingehäkelt haben. So, und jetzt hier bin ich über den Reißverschluss hinaus. Da fasse ich jetzt wieder die Maschen auf der gegenüberliegenden Seite und häkle die letzten 2 festen Maschen und in die letzte nur noch eine Kittmasche. Dann den Faden abschneiden und dann später vernähen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal dieses Täschle. Und auch hier findet ihr das Label drin mit My Täschle. Kann man dann noch annähen. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.